Weinberg. Frau Stöniel ist schon einmal hier Stadtverordnete gewesen und ist bekannt eigentlich hier schon seit Jahren, dass sie sich für mehr Demokratie einsetzt. Unter anderem auch das Ganze mit Julian Beuys und der Dokumenta. Frau Lea Stöniel-Springaris ist im Kuratorium der Demokratie und dort da überregional für mehr Demokratie und die Respektierung des Bürgerwillens tätig. Als nächstes wird dann Herr Jörg-Peter Meyer sprechen. Herr Jörg-Peter Meyer spricht für die örtliche Gruppe der Mehr Demokratie. Ich übergebe jetzt an Frau Beatrice. Guten Tag, guten Morgen. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, Demokratie ist lustig, hat einer gesagt. Kann aber auch natürlich sehr anstrengend sein. Heute befinden wir uns mitten in einer äußerst brisanten, einmaligen und auch paradoxen Situation in unserem Kassel. Erstens, eine nach den Gesetzen dieses Landes mehr als ausreichende Anzahl von Menschen hat sich für die Durchführung eines Bürgerbegehrens für das Langenfeld ausgesprochen. Über 8000 Unterschriften sind gesammelt worden innerhalb von nur ganz wenigen Wochen. Ich bin ganz sicher, dass wir viel mehr erreichen können. Zweitens, alle Parteien im Stadtparlament erklärten nebenbei hoch und heilig oder auch scheinheilig, dass sie grundsätzlich für Bürgerbegehren sind. Dennoch neigt, wie es scheint, eine Mehrheit dazu, heute gegen die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens stimmen zu wollen. Die Gründe sind ja seit vielen Bekannten dazu aufgeführt werden, sind juristischer, formaljuristischer Natur. Sie hängen mit einer Neufassung der hessischen Gemeindeordnung bekanntlich und mit einer seit 2007 laufenden Bauleitplanung zusammen. Drittens. Andererseits führen die Befürworter der Zulassung im Gutachten ebenso ihre juristischen Argumente ins Feld. Also sind die Stadtverordneten heute frei, sich pro oder contra zu entscheiden, ohne dass man dabei das böse Wort gesetzwidrig bemühen muss. Das Wort gesetzwidrig ist hier fehl am Platze. Wir sind hier, um unsere gewählten Repräsentanten daran zu erinnern, dass sie weniger ihren Parteien und ihren, sondern mehr, vielmehr ihrem Gewissen, vor allem aber den Bürgern und Bürgerinnen dieser Stadt verpflichtet sind. Wir appellieren an ihren gesunden Menschenverstand. Denn es drängt sich die Frage auf, ob es nicht längst an der Zeit ist, sich darauf einzustellen, dass das, was wir Gemeinsinn nennen, allenthalben und auch hier in Kassel, sich Tag für Tag rapide wandelt. Und mit ihm wandeln sich auch Rechtsregelungen und juristische Bestimmungen. Denn Recht ist etwas Lebendiges, nichts Starres, nichts auf ewig Zementiertes. Auch bei Stuttgart 21 hieß es bekanntlich lange, juristisch wäre eine Volksabstimmung nicht zulässig. Dann aber ging es bekanntlich doch. Es ist an der Zeit und überall und für jeden sichtbar, dass sich der Bürgersinn
in einem Reiterprozess befindet. Offensichtlich war dies im Jahr 2007, hier in Kassel zumindest, bei der Aufstellung des Bebauungsplanes, um das Argument gegen den Zulassungsgegner aufzugreifen, noch nicht so weit. Demokratie ist eine Pflanze, die ihren Terrain, ihre Zeit braucht, um zu wachsen und um zu gedeihen. Das ist jetzt die andere Realität, die hier relevant ist. Nicht die bloß juristische, sondern die vernünftige, die gesellschaftliche, die politische, die Zeichen der Zeit erkennt. Wir haben uns versammelt, um unseren Stadtverordneten zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Sie sollen sich ein Herz fassen und unter Umgehung langwieriger Gerichtsprozesse und Kosten für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Langenfeld stimmen. Das ist ihr gutes Recht. Eine breite Mehrheit in dieser Stadt, davon bin ich fest überzeugt, würde dies begrüßen. Das Gegenteil würden sie nicht nachvollziehen können. Und dann auch das nicht so glauben, dass das da so wirklich alles mit juristischen Gründe hat. Darunter auch Befürworter der Bebauung. Will ich gar nicht ausschließen, ich habe selber Unterschriften gesammelt. Befürworter der Bebauung. Weniger davon. Also diejenigen, die die Entscheidung nicht allein den Parlamenten überlassen wollen. Die rechte Demokratie ist ein Gebot der Stunde. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger nicht enttäuschen, wo es schon wieder heißen wird, wieder oben. Machen Sie eh, was Sie wollen. Habe ich auch mal wieder gehört. Zumal es Kassel gut zu Gesicht stehen würde. Es ist recht spannend in einem Dokumentarjahr. 40 Jahre, nachdem Josef Beuys in Friedrichshain das Büro für die direkte Demokratie durch Volksentscheid eröffnet hatte, und natürlich 100 Jahre mit den Gästen und Besuchern gesprochen hat darüber. Kaum damals hat es jemand verstanden. Nee, also könnte doch eine Partei gründen oder so. Heute ist es aber in aller Munde. Wir alle wollen als politische Akteure wahrgenommen werden. Dabei, als Nebeneffekt, bekommen wir, wie in Stuttgart 21, die Chance, zu respektieren, wenn der Wille der Gegenseite obsiegt. Denn, damit will ich jetzt aufhören, die rechte Demokratie stärkt nicht allein das Selbstbewusstsein, sie kann auch zur Schule der Selbstlosigkeit werden. Danke. Ja, ich freue mich, dass so viele Menschen trotz der ungünstigen Zeit hier zum Rathaus gekommen sind, um ihre Meinung kundzutun, ob dieses Bürgerbegehren zulässig ist oder nicht zulässig ist. Ich möchte mit einem Zitat von Bertolt Brecht beginnen. Es ist eine demokratische und inhaltliche Selbstverständlichkeit, dass die Menschen das Haus, in dem sie leben wollen, selbst planen und gestalten können. Eine lebendige Kommune lebt vom Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunalpolitik muss die Interessen und Wünsche der Bürger ernst nehmen und als Chance für die Gesellschaft begreifen und fördern. Echte Mitbestimmung und Teilhabe darf sich daher nicht auf die einmalige Stimmabgabe alle 4 bzw. 5 Jahre an der Wahlurne beschränken. Das bisherige Modell, bei dem man nur die Wahl zwischen kleineren Übeln hatte, die dann meistens noch mit einem größeren Übel die neue Regierung gebildet haben, muss um weitere Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung erweitert werden. Wir Kasseler Bürger wollen bei für die Stadt wichtigen Fragen nicht nur gehört werden, sondern auch mitentscheiden können. Heute Nachmittag
werden einzig die Stadtverordnete über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in Langenfeld entscheiden. Der Magistrat der Stadt Kassel hat schon im Vorfeld mit einer überwältigenden Mehrheit von 7-6 Stimmen erklärt, dass das erste erfolgreiche Bürgerbegehren, das übrigens von rund 10.000 Menschen in unserer Stadt unterschrieben wurde, unzulässig sei. Wir von Mehr Demokratie sagen ganz deutlich, und dies bestätigen auch unsere Rechtsanwälte und Bürgerbegehrensberater, dieses Bürgerbegehren ist zulässig. Denn das Bürgerbegehren richtet sich nicht gegen den Bebauungsplan als solches. Es geht vielmehr darum, dass die Stadt ihre eigenen Grundstücke auf dem Langen Feld nicht gewerblich bebauen soll. Wenn die Einwände des Magistrats, dass der Beschluss der Stadtverordneten, einen Bebauungsplan fürs Lange Feld aufzustellen, bereits vom September 2007 datieren und somit die 8-Wochen-Frist zur Einreichung eines Bürgerbegehrens längst verstrichen sei, frage ich mich, warum hat der Oberbürgermeister dann in dem Wissen um diesen Sachverhalt die Bürgerinitiative Pro Langes Feld in den vergangenen 2 Jahren immer wieder bei verschiedenen Veranstaltungen und in der hiesigen Monopolpresse dazu aufgefordert, ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung des Langen Feldes zu initiieren? Und ich frage mich auch, warum die SPD und die Grünen in ihrem Kooperationsvertrag sich auf die Durchführung eines Bürgerbegehrens verständigt haben, wenn es doch unzulässig sein würde. Der Magistrat schließt in seinem Antrag ausschließlich auf das Gutachten und die Argumentation des eigenen Rechtsamtes. Diese Argumentation wurde vom Stadtverordneten Dr. Hocke bereits im Rechtsausschuss eindrucksvoll widerlegt. Dies dürfte auch nicht die einzige Fehleinschätzung des Rechtsamtes der Stadt Kassel gewesen sein. Zum Beispiel bei der Frage der Zulässigkeit des Petitionsrechts auf kommunaler Ebene verneinte es diese. Heute haben wir ein in der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung geregeltes Eingaberecht. Und im Fall der Übernahme der Kosten der Unterkunft für SGB-II-Leistungsbezieher musste erst eine höchstrichterliche Entscheidung des Bundessozialgerichtes her. Auch hier hatte das Rechtsamt eine Rechtsposition zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger der Stadt bezogen und entschieden vertreten. Wenn der Magistrat meint, wie in der Vorlage zu lesen ist, dass die Formulierung der Bürgerinitiative irreführend sei, so wäre es seine Aufgabe gewesen, diese darauf hinzuweisen, damit das Bürgerbegehren anders formuliert hätte werden können. Auch dies unterblieb. Alle politischen Parteien haben sich im letzten Kommunalwahlkampf für mehr Bürgerbeteiligung ausgesprochen. Dieses Bürgerbegehren ist die einmalige Chance, ihren Worten auch entsprechende Taten folgen zu lassen. Messen wir sie daran. Zu uns wird jetzt noch Frauke Kopf sprechen von der Bürgerinitiative Pro Langes Feld. Guten Tag. Ich möchte ganz kurz nur umreißen, was wir für Erfahrungen gemacht haben mit Bürgerbeteiligung, die ja eigentlich in diesem ganzen Bauleitverfahren ja schon vorhanden sein sollen. Zu Beginn der Planung für ein Gewerbegebiet im Langen Feld gab es von der Stadt Zusagen, die Bürger in das Verfahren einzubeziehen. Auf einer Bürgerversammlung im Juni 2007 sprach der damalige Stadtverwalter, was sprach er bei der Fragestellung zu einem neuen Klimagutachten, die Bürger der Initiative sowie Professor Dr. Katschner mit einzubeziehen. Dies erfolgte nicht. Auch im späteren Verlauf der Bauleitplanung wurden die Bürger vor den Kopf gestoßen. Etwa bei der Vorstellung des Verkehrsgutachtens im Juni 2009. Hier hatten die Bürger und die Stadtverordneten, die die Bebauung des klimatisch hochsensiblen Gebietes entscheiden, die Gelegenheit, sich über den Stand des Verfahrens und das neue Verkehrsgutachten zu informieren.
Nach dem Vorschlag des Gutachters gab es für die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jetzt in dem Moment standen ein Großteil der Stadtverordneten auf und verließen die Veranstaltung. Gespräche mit den Verantwortlichen im Magistrat sowie den Stadtverordneten, in denen die Befürchtungen und Anregungen der Bürger angesprochen werden konnten, fanden nicht statt. Einladungen zu entsprechenden Veranstaltungen von uns wurden von den wenigsten Stadtverordneten wahrgenommen. Die Stadt nimmt sich sämtliche Möglichkeiten heraus, ihr Vorhaben voranzutreiben. Aus Steuergeldern bezahlte Magistratsmitglieder und Verwaltungsangestellte im Rathaus, genauso wie im Auftrag gegebene Gutachten, machen den Weg frei für ein Vorhaben, welches in den Augen vieler Bürger frevelhaft und ignorant ihrer Belange gegenüber ist. Uns kritischen Bürgern gegenüber wird immer wieder ein respektloses Verhalten an den Tag gelegt. Uns wird unterstellt, dass wir den Sachverhalt aufgrund unseres Informationshorizontes nicht vollständig erfassen können. Wir werden dazu degradiert, die negativen Auswirkungen zu tragen und die kostenintensive Umsetzung zu finanzieren, mehr aber auch nicht. Wir fordern die Annahme des Bürgerbegehrens durch die Stadtverordneten und den entsprechenden respektvollen Umgang mit den Bürgerinnen. Vielen Dank. Als nächstes spricht zu uns Frau Dr. Wiegald von der Bürgerinitiative Rettet den Weinberg. Ja, danke schön. Ja, guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Okay. Hier wird regiert nach dem Motto: erst bauen, dann schauen. Wie gerade schon angesprochen wurde, entscheiden heute die Stadtverordneten darüber, ob sie uns als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu einer wichtigen Angelegenheit der Stadt befragen wollen. Es geht, wie man hier natürlich sieht, um ein für das Klima sehr wichtige Grünfläche. Wir freuen uns, als Bürgerinitiative Rettet den Weinberg an dieser Demonstration teilnehmen zu können und die Bürgerinitiative Langensfeld bei ihrem wichtigen Anliegen zu unterstützen. Wer sind wir? Was wollen wir? Vor allen Dingen, unser Ziel ist es, den Henschelgarten auf dem Weinberg zu erhalten und vor einer Bebauung mit Museen zu schützen. Ein wesentlicher Grund, den wir gegen die Bebauung haben, ist, dort oben befindet sich die einzige Grünfläche, die barrierefrei, also auch für Personen mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen und so weiter gut zugänglich ist. Es gibt gegen die Bebauung gute Argumente, nur um zwei Beispiele zu nennen. Es gibt geeignete Alternativstandorte für die Museen und es fehlt noch ein Verkehrskonzept. Wir hatten bereits Gespräche mit Vertretern fast aller Parteien und wenn man mit Vertretern der Stadt diskutiert, ist bis jetzt unsere Erfahrung, dass zugehört wird, aber in der Sache die Politiker unbeweglich bleiben. Es kommen also immer wieder die gleichen Antworten. Was ist zum Thema Weinbergbebauung bisher passiert? Zuerst wurde nach unserer Sicht nicht angemessen informiert und dann wurde gesagt, ihr seid zu spät gekommen. Was wird voraussichtlich noch passieren? Das Prinzip heißt, erst bauen, dann schauen. Das heißt, erst werden Gebäude in den Park gesetzt, wenn sich die Busse und Autos am Weinberg dann verkeilen und die Krankenwagen im Notfalleinsatz stecken bleiben, dann wird angefangen, über Folgeprobleme nachzudenken. Wohin wird das führen? Voraussichtlich mindestens zu höheren Folgekosten. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das gilt für unser Anliegen und sicherlich auch für das Langefeld, dass man im minimalen Rahmen formalrechtlicher Beteiligung informiert und einbezogen wird. Aktuell denken wir selber auch darüber nach, die Frage der Bebauung des Weinbergs durch die Bürger entscheiden zu lassen. Wir stellen uns also der Frage, auch ein Bürgerbegehren zu stemmen, wie es die Initiative Langensfeld getan hat. Wir haben eine große Hochachtung vor deren Leistung, dass sie fast, ja, um die 8000 Unterschriften gesammelt haben. Und sie sind für uns ein Vorbild in ihrer Konsequenz und Beharrlichkeit.
ganz gleich, wie heute in der Stadtverordnetenversammlung entschieden wird. Neben unserem Respekt motiviert das auch uns, weiterzumachen. Daher verfolgen wir natürlich auch die Diskussion zum Bürgerbegehren Langenfeld mit großem Interesse, allerdings auch mit Verwirrung und Besorgnis. Nicht einmal die vielen Unterschriften Kasseler Bürger führen dazu, dass die Stadtverordneten eine Befragung durchführen wollen. Das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist etwas, was wir auf keinen Fall hinnehmen wollen. Mit Erstaunen stellen wir fest, dass man sich trotz der vielen Unterschriften vor allem auf juristisch formale Diskussionen zurückzieht. Das große Engagement, den erheblichen Aufwand, der hier betrieben wurde, und immerhin die mindestens 8.000 Meinungen dagegen, das wird im Grunde genommen hinweggegangen. Allerdings gibt es einen Ermessensspielraum, der aus unserer Sicht eben nicht ausgeschöpft wird. Es gibt kein Gesetz, das es der Stadt verbietet, zu einem konkreten Thema ihre Bürger zu befragen. Die Frage ist nur, ob man das will. Damit übergebe ich an Herrn Dr. Böhm. Am vergangenen Wochenende habe ich mich beschäftigt mit dem Thema Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung ist für mich was Neues. Ich bin zwar Bürger schon seit meiner Geburt, aber beteiligen, das ist Sache der Politik. Ich darf wählen. Neuerdings, seit Kassel das Langenfeld kennt und auch den Weinberg und seit Stuttgart den Bahnhof kennt und in vielen anderen Gemeinden ähnliche Projekte laufen, fragt man sich verstärkt, ist jetzt die große Krise ausgebrochen der repräsentativen Demokratie und wird jetzt der Bürger von unten, wir, die in unserem von uns bezahlten Haus ablösen? Ist das unser Ziel? Nein. Aber wir stellen fest, in Kassel zumindest, ist die Bürgerbeteiligung und ich hätte auch lieber 500 Leute hier stehen und vielleicht ist das auch ein Zeichen, diffus und schwach ausgezählt. Bei wichtigen Projekten, und diesen Eindruck haben wir ganz klar beim Weinberg und bei den Museen, wird durchregiert und exekutiert. Bürgerbeteiligung ist andererseits, genau das haben wir auch so erlebt, nicht etwa nachträgliche Legitimation längst beschlossener Dinge. Bürgerbeteiligung ist keine Sache vom Kater. Von oben herunter gesagt, folgen, sondern besteht hauptsächlich daraus, dass man einen offenen Dialog führt. Ein offener Dialog beinhaltet echte Mitwirkung und die fängt nicht an 2 Jahre, nachdem man in irgendeinem Hinterzimmer ein Projekt beschlossen hat, sondern vorher. Das ist unterblieben. Das muss ich kritisieren. Wir als Bürgerinitiative, als Menschen, die sich zufällig getroffen haben, treffen auf zuallererst mal auf eine für uns rätselhafte Undurchsichtigkeit, eine Intransparenz der Entscheidungsfindung. Wer hat eigentlich wann beschlossen, das Langenfeld zu bebauen oder den Weinberg? Das wüssten wir irgendwie gerne. Was stellen wir fest? Politik und Verwaltung, nun ist das der Job, das will ich nicht kritisieren, dass sie ihre Arbeit machen, sichern sich mit von Steuergeld bezahlten Expertisen und Experten ab, während wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen dürfen und unser eigenes Geld. Was tun wir? Und ich kann Ihnen sagen, der Sachverstand, der versammelt ist, selbst in der kleinen Bürgerinitiative, ist garantiert nicht geringer als der hinter uns. In Deutschland, und das habe ich jetzt, das können Sie selber recherchieren oder in die Universität gehen, das ist jetzt ein Exzerpt aus so ein bisschen Forschung im Internet. In Deutschland ist zunehmend klar, Politik, die von hier eingesetzten Experten vertreten nicht mehr oder nicht immer oder manchmal mehr oder weniger gut die Interessen der Bürger. Es gibt einfach einen immer sichtbareren, einen offenen Widerspruch zwischen der Politik und dem Expertentum auf der einen Seite und dem, was wir sind, eigenes Wissen und Gefühl über vorherrschende Werte, wie zum Beispiel, dass eine innenstadtnahe Grünfläche einfach erhalten bleiben muss. Moderne Gesellschaft. Vielen Dank.
moderne Gesellschaft braucht keinen Ersatz für repräsentative Gremien. Ich glaube, wir wären schlecht beraten, jetzt Parteien abschaffen und wir an die Macht. Das wird es nicht sein. Aber wenn die Parteien und unsere Stadtverordneten, da sind die Parteien, wenn unsere Vertreter, die wir gewählt haben, wenn die erkennen würden, dass sie von uns was lernen können, dass sie uns anhören sollten, bevor sie ihre Beschlüsse fassen, dann würde sie das selber mehr legitimieren, als sie heute immer weniger durch sichtbar schwindende Wahlbeteiligung deutlich noch legitimiert sind. Was wir positiv wollen, das zitiere ich jetzt aber, zum Glück ist das nicht schriftlich, wir wollen lebendige Teilhabe, wir wollen mitmachen, wir wollen gefragt werden an der Gestaltung unserer eigenen Lebenswelt. Da sind wir Experten für unsere eigene Lebenswelt, das möchte ich keinen Architekten überlassen. Und dann darf ich noch, dann darf ich noch Rita Süßmuth, den Namen werden Sie kennen. Eine Person, die heute auch jenseits der CDU Anerkennung und Wertschätzung erfährt, die eine kluge Frau, die sich auch wissenschaftlich betätigt hat, hat diese Frage untersucht. Und was stellt sie fest? Die fehlende Wertschätzung von Bürgerentscheiden und Volksentscheiden in Deutschland seitens der Politik. Da werden nämlich viele Entscheide aufgehoben, sie werden ignoriert oder durch andere Gesetze aufgefangen. Und dafür gibt es empirische Nachweise. Ist ein Grund auch für die relativ geringe Beteiligung der Bürger. Also die Katze beißt sich in den Schwanz. Wenn jetzt das lange Feld, das ist das Beispiel, 10.000 Stimmen gesammelt hat, und da hängen ja noch Familien dran, ich weiß nicht was, und Freunde, die vielleicht nicht wahlberechtigt sind, also 20.000 Stimmen, ein Zehntel der Stadt behauptet jetzt, hinter sich stellen. Wenn das ignoriert wird, dann heißt das doch, was soll ich tun? Es hat eh keinen Zweck. Die da oben machen, was sie wollen. Das ist nicht der Bürger, den wir brauchen mit dieser Einstellung. Das ist schlecht. Dann, wir wissen warum, ich will jetzt keine Politik vorlegen können. Aber ignoriert man die Bürger, dann passiert irgendwann das, dass man die politische Quittung bekommt. Und diese politische Quittung ist in Kassel bekannt, seit der Treppe. Das hat eine bestimmte regierende Partei damals satte 20% der Stimmen gekostet. Gut, dass wir jetzt keine Wahlen gewinnen. So, und auch für Kassel gilt. Die politische Führung in unserer Parteiendemokratie ist noch nicht in der Realität der modernen Gesellschaft angekommen. Es gibt politischen Handlungsspielraum, den will man aber nicht nutzen, sondern beschäftigt stattdessen Anwälte und Richter. Und deshalb sage ich Ihnen ganz zum Schluss, ziemlich hochtrabend, aber ich muss es tun. Wir sind das Volk. Frau Biegerk hat noch was, was sie, glaube ich, loswerden muss. Ja, liebe Stadtverordnete, so denn auch einige hier sind, vorhin habe ich noch welche gesehen, ein kleiner Appell an Sie, gleich beginnt ja die Sitzung, vielleicht sind wir auch schon reingegangen. Natürlich machen Sie auch vieles gut. Aber wir möchten hier abschließend an die Abgeordneten appellieren, nehmen Sie Ihre politische Verantwortung als von uns gewählte Vertreter wahr und machen Sie die Wahlbeteiligung zu dem, was sie ist, nämlich zu einer politischen. Und stimmen Sie dafür, dass die Bürger zu dem Anliegen der 8.000 Kasseler Menschen befragt werden. Bitte beteiligen Sie die Bürger bei diesen wichtigen Fragen, weil Sie es wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, gleich beginnt die Stadtverordneten-Sitzung und in dieser Stadtverordneten-Sitzung ist am Punkt 13 das Bürgerbegehren Langesfeld. Dann wird man sehen, wie die einzelnen Stadtverordneten abstimmen, aber vorher geht es ja auch noch um Anträge. Es gibt mehrere Anträge für dieses Bürgerbegehren. Einerseits der hier schon angesprochene Antrag des Magistrats, der
die Bürgerbeteiligung ignoriert und die auch ablehnt, während es auch andere Anträge gibt, die noch Modifikationen vorschlagen. Deshalb wird es eine interessante Sitzung werden und deshalb wäre es schön, wenn möglichst viele auch an dieser Sitzung teilnehmen könnten. Problem ist, dass es der 13. Tagesordnungspunkt ist und deshalb sicherlich nicht kurz nach 5 dieser Tagesordnungspunkt dran ist, sodass jetzt jeder noch die Möglichkeit zu einem Kaffee hat und sich kurz aufwärmen kann. Aber das wäre schön, wenn ich ja wirklich auch auf der Empore der Stadtverordneten-Sitzung sitzen sehe. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind und wünsche einen schönen Tag und schließe hiermit diese Veranstaltung. Dankeschön.